Servusle und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde No One Survived mit Voucher und natürlich mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Es ist mittlerweile ein Tag später. Ich habe nochmal Materialien besorgt, denn wie angekündigt gibt es demnächst die große Baurunde. Alles, was angezeichnet ist, muss weg. Und ich habe keine Kohle mehr. Ich habe in der Zeit jetzt mal ein bisschen Hölzer geholt, Pfeile gemacht, Steine besorgt. Möchte. Kurzer Moment. Oh, da muss ich demnächst auch mal wieder welche reinjagen. Pass auf, ich muss noch kurz Wasser abkochen, wobei wir es wahrscheinlich jetzt gerade nicht brauchen, denn das Update ist zwischenzeitlich wieder aufgespielt worden. Und ich möchte diesen Suicide-Button jetzt heute mal probieren. So. Ich nehme an, früher oder später, wenn das Spiel aus dem Early Access ist, allerspätestens, wird es auch einen Malus geben, wenn man stirbt. Der ist ja im Moment noch nichts eingearbeitet, so viel ich weiß. Weil, klar, in der Early Access gibt es immer wieder mal Bugs und irgendwelche Situationen, wo es vielleicht Sinn macht, dass man sich tötet, ohne einen Malus zu kriegen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall Backup gemacht. Das heißt, ich kann den jetzt probieren. Meiner Meinung nach müssten wir dann hier aufstehen mit vollen Werten und unseren Rucksack wieder bekommen. Situationen gibt es genug, wo man sagt, komm, scheiß drauf. Ich drück mal drauf. Du bist gestorben. An Tag 64, Anzahl der getöteten Zombies 275. Doch schon so viele. So, Wiederauferstehung. Hier ist mein Zeugs. Gut, jetzt hat er das hier ein bisschen doof eingeräumt. Wenn das der einzige Malus ist. Nee, es ist tatsächlich so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Klamotten oder so kaputt gehen, ne? Gut, also falls mal irgendwann eine Situation ist, wo man sagt, okay, ich mache jetzt einen Selbstmord, das bringt alles nichts mehr, dann hat man hier nichts zu befürchten, offensichtlich, ne? Probiert haben wir es auf jeden Fall. So, meine Lieben. Loot Respawn haben wir gestern probiert, heute die Geschichte. Das läuft. Das läuft. Wieso habe ich hier eine Stahlhacke? Habe ich die ganze Zeit eine Stahlhacke mit mir rumgeschleift, Leute? Oder ist es die, die wir gebaut? Ah ja, ich habe die ganze Zeit, die haben wir mal gefunden, mit der habe ich die ganze Zeit abgebaut, ne? Ja, dann kann ich doch aber meinen Teil hier bauen, Leute. Nicht, dass es jetzt ein Bug ist durchs Respawn oder so. Dann wäre es ja noch cooler. Dann hätten wir wieder einen Malus. Jetzt muss ich kurz gucken. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich muss kurz gucken. Vorm Backup, ob da die Stahlhacke auch schon auf meinem Ding war. Aber sonst kann ich das so nicht lassen. Dann muss kurz, ich mache mal eine Blende. Scheinbar ist alles richtig. Die hatte ich wohl gestern sogar schon. Also gehe ich die ganze Zeit mit der Stahlspitzhacke los. Ich habe aber nicht gewusst, dass eine ist. Das wäre mir jetzt einfach arg gewesen, wenn das jetzt durch diesen Suicide irgendeinen Bug hervorgerufen hätte, wo sich Items duplizieren oder so, ne? Ist aber alles okay. Ich habe gesehen, dass mein Hühnchen erwachsen ist. Erwachsene Henne. Sieht aber aus wie ein Hahn, mein Hühnchen. Mein Hühnchen sieht aus wie ein Hahn. Leg dich mal kurz hin. Dann sieht man es manchmal ein bisschen besser. Hallöle. Das erste Tier ist bei uns erwachsen geworden. Coole Geschichte. Ne, jetzt steht auch 1-0 vorne drauf. Warte mal. Oh, wieso seid ihr jetzt eigentlich alle im Stall? Normal läuft immer eins draußen rum. Tierstatus 1-0. Ich nehme an, das gilt für Erwachsen, oder? Anzahl. Könnte das auch die Anzahl sein? Ne, die Anzahl. Ich nehme an, das ist Ne, die Anzahl kann es ja nicht sein, sonst wäre eine Hauptkategorie. Nö, ich würde einfach sagen, das ist das Wachstum. 1-0 ist dann tatsächlich das Ende. Weil Tierbezeichnungen, gerade in dem Bereich, wo ich zum Beispiel mit meinen Echsen und so rummache, da ist immer die 1-0 für Männchen und die 0-1 für Weibchen. Aber in dem Fall wäre es dann falsch. Wobei 1-0, er sieht nach 1-0 aus. Laut Anzeigetafel ist er aber eine 0-1. Ne? So, aufkommen, dann machen wir das Ding klar, dann haben wir es uns verdient, dann können wir es machen. Ich war jetzt nur nicht sicher, ne? Wie gesagt, das wäre mir dann schon arg gewesen. Nö, ist gut. Ja, was jetzt bin ich ein bisschen durcheinander bezüglich, wie es weitergeht. Die Werte sind jetzt super durch unseren Tod. Wie ist das, mache ich jetzt? Habe es nur mal testen wollen. Ist jetzt nichts, was ich ständig mache, statt Essen und Trinken besorgen oder so. Weil, ja, da geht halt für mich, also dann brauche ich nicht spielen. Aber probiert haben wir es jetzt einmal, ausnahmsweise, fertig. So, komm, dann gucken wir uns das Thema mit dem Brunnen jetzt gleich an. Bevor wir losgehen, weil ich wäre jetzt eh looten gegangen in der Hoffnung, Stahldinger zu finden. Könnte mir aber auch vorstellen, dass wir für Stahl eh nochmal los müssen.
Irgendwas auf dem Weg zur automatischen Bewässerung braucht bestimmt nochmal Stahl. Produktionszeit 2. Ja gut, er ist jetzt gleich fertig. Lass mal kurz gemeinsam durchlaufen, oder? Würde ich schon sagen. Ich kann ja nochmal ein bisschen Dünger ankicken in der Zeit. Ist schon Winter? Ne, ist Herbst. Es sah kurz so aus, als ob schon Schnee liegt. Schub, du wie du. Naja, und jetzt wird bestimmt der ein oder andere sagen, ja, halt, da wäre doch Horde gewesen. Die Horde hätte so ausgesehen, dass ich hinter den Spikes stehe, 5 Pfeile schieße und dann ins Bett gegangen wäre. Und wir machen die komplette Thema Horde im nächsten Ingame-Jahr. Ja? Dann gehen wir das an mit den Fallen und alles. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt einfach diese Abfolge. Ja. Machen wir nächstes Jahr. Ne? Nur falls sich jetzt jemand wundert, was ist da mit der Horde? Wieso habe ich die verpasst oder so? Hast du nicht, die war nicht. Ich habe die übersprungen. So. Genau, Dünger. Dünger. Jo, stell doch den her. So, das war die Geschichte. Jetzt ist unser Brunnenteil da fertig, beziehungsweise der Bohrkopf oder was das ist. Jetzt war ich gerade, dachte ich, nee, also geschenkt will ich es halt auch nicht. Hier ist er. Bämsle, ab geht's. Rein ins Menü, in die Technologie und... Wo war der Bohrkopf? Bohrkopf. Bohrkopf. Für den Brunnen musst du den aufwenden. Jetzt können wir den Brunnen mit dem Hammer bauen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, Leute, der Hammer ist ja bald durch. Ist ja der Hammer. Gut, dass wir einen haben. Haben die das irgendwie so gefixt, dass die Tiere jetzt nur noch im Stall bleiben? Gestern sind sie noch rumgelaufen. Ich habe das gefeiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, ich bastel mir jetzt den Brunnen hier hin. Hier ist er. So. Ach, guck mal, du brauchst noch ein Bohrwerkzeug. Also, dann brauchen wir ja jetzt im Prinzip noch mehr von den Stahldingern als vorher, ne? 20 Pflanzenfasern, 5 Baumstämme, einfache Teile. Boah. Guck mal, was wir jetzt brauchen hierfür. Und was wir dann brauchen hierfür. 10 Stahlbarren allein dafür, ne? Ja, ist der Weg wirklich so ungünstig für mich, Stahl herzustellen? Ach so, es liegt ja gar nicht an mir. Es liegt ja daran, dass ich dieses Ding hier nicht habe, ne? Geh mal looten, Leute. So wie wir es eigentlich vorgehabt haben. Das passt doch ganz gut. Der Tag ist noch jung. Wir sind jung. Frischere Werte werden wir erstmal keine mehr bekommen. Die Tiere sind bei 0,5. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Hier ist alles soweit okay. Mein Ersatzbogen, den werde ich ziemlich bald brauchen. Den Hammer kann ich wieder wegräumen. Draußen bauen wir nichts. Machen wir das Schiff. Gehen wir zum Schiff. Wie gesagt, ich hoffe, dass da die Hafenarbeiter so ein bisschen mit Stahlwerkzeug ausgerüstet waren. Ansonsten müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir auch die Blaupause, ne? So wie wir sind, gehen wir los. Essen und Trinken haben wir genug daheim. Mitnehmen muss ich nichts. Die Werte sind so voll wie schon lange mehr. So, Schiff. Muss ich erstmal ganz kurz gucken, wo ich da hin muss. Hier war der Hafen. Hier ist das Schiffle. Das ist aber am Arsch der Welt, ne? Das ist am Arsch der Welt. Aber trotzdem interessiert es mich am meisten gerade. Jetzt überlege ich halt, wie ich fahre. Fahren wir vorne an der Scheune vorbei, dann hier entlang und dann rüber, ne? Jo, auf geht's. Sprit haben wir genug drin für die Reise. Hört ihr das Geräusch auch? Als ob er läuft. So ein bisschen Fred Feuerstein, sein Auto. Hallo, Servusle, Mahlzeit, grüßt euch. Ist irgend so ein Plätschern drin, ne? Jetzt hoffe ich natürlich, dass es geht. Ich habe also ein Backup gemacht vor dem Update und nach dem Update. Gott sei Dank zufällig, weil das Update schießt ja bei mir automatisch rein. Nicht, dass es wieder irgendwie einen Crash verursacht, ne? Ganz viele haben berichtet, oh, Spiel stürzt ab, wenn man im Spiel X drückt oder irgendwas macht. Hört sich so an, als ob er noch einen Fuß draußen hätte. Und was ist denn das? Was ist denn das für ein kleines Symbol? Seht ihr das Symbol hier? Ich habe so ein blaues Symbol. Hier. Das hier. Was ist denn das? Was ist das, Leute? Keine Ahnung. Im ersten Moment dachte ich, es wäre eine Richtungsanzeige. Wir beobachten es mal, ob es nach dem Außeneinloggen oder morgen in der Folge noch da ist. Jetzt
sehe ich es die ganze Zeit. Kennt ihr das auch? Jo, also die Strecke kennen wir. Ich würde sagen, ich hole uns so ganz kurz vorm Ding ab, oder? Ich habe hier einfach mal gepennt und der blaue Pfeil ist immer noch da. Ich habe ausgeloggt und eingeloggt gerade. Also das Teil ist immer noch hier. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet. Die Werte sind jetzt natürlich ein bisschen runter durchs Schlafen. Interessanterweise hat es die Nacht geregnet und mein Sauberkeitslevel ist tatsächlich wieder hoch. Mich hat es nur gewundert, dass mir das bisher noch nie aufgefallen ist, dass durch den Regen das auch geht. Ich dachte, das wäre nur da drin. So, jetzt pass auf, ich fahre jetzt nämlich gerade hier die Schienen entlang, habe ich mir überlegt, hier rüber, bis zum Schiff. Und da ich da drüben jetzt noch nicht so oft war, da nehme ich euch einfach mit dazu direkt. Kann sein, dass da auch eine kleine Zombie-Welle auf uns wartet, das weiß ich nicht. Jo, da sind ganz viele sogar, nicht nur eine kleine. Jetzt habe ich gerade mal... Digga! Geh weg von meinem Bock, geh weg von meinem Bock. Ich habe gerade noch rechtzeitig rückwärts gedrückt gehabt. Das wieder Transporter im dritten Teil, oder? War das im dritten Teil? Ich muss gerade so lachen, weil ich dann zufällig jetzt geschalten habe mal. Normal sind es die Panikmomente. Oh scheiße, mein Häuble ist weggeflogen. Ihr Schweine! Ob auf dem Schiff, also das sieht ja richtig gut aus, ne? Ob auf dem Schiff auch welches sind? Nimm das, tu mir mal einen Gefallen. Ja, ist sie geladen. Ich hoffe halt, dass wir da ein bisschen Handwerkszeug finden aus Stahl, ne? Wenn wir Pech haben, ist es so ein Anfänger-Ding. Ich glaube, es gibt jetzt auch nach dem Update neue Anfänger-Locations random, ne? Weißt du, das sind Zombies? Stehen halt am Arsch der Welt, ne? Ich muss wieder Autoreparatur-Kits holen. Wie weit sind wir da noch weg, um die selber herstellen zu können? Ich habe die doch irgendwo die Tage mal hier gesehen. Hier. Maschinenbau 5. Jo, die können wir freischalten. 3 Autoteile brauchen wir dafür. Ach so, haben wir eigentlich mal geguckt, siehst du? Jetzt habe ich doch Loot Refresh gemacht. Vielleicht ist jetzt bei mir in den Autos auch wieder was drin. Wobei, das ist einer, den wir herstellen, herrichten. Das gucken wir heute noch. Mein Böckle. Fahren wir noch ein Stückchen näher hin. Wenn da wirklich Zombies drin sind, sind die nämlich... Hast du gesehen? Guck mal die Wolken an beim Einsteigen. Oder beim Aussteigen. Achtung, die Wolken. Hä? Gerade eben haben sie, ja, so Pixel gehabt. Wahrscheinlich bei YouTube gar nicht nachvollziehbar, weil da immer ein bisschen pixeliger ist, gell? Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich bin immer noch verwirrt, wieso ich nicht gemerkt habe, dass ich eine Stahlspitzhacke mit mir rumschleife. Ach, Leute. Doch, ich hab ihn doch dabei. Junge, Junge. Ich wollte den zweiten Bogen aus dem Auto holen, weil der gleich durch ist, aber den habe ich ja dabei gehabt. Das mit den Autos interessiert mich. Jetzt kommst du hier hoch. Jo. Was machen wir, wenn hier keine Zombies sind? Trotzdem durchlaufen, oder? Ich nehme mal die Wumme, hier ist so eng. Dosenfleisch. Hast du gesehen? Das Spiel hat jetzt lauter kleine Grafikfehler. Vielleicht war das aber auch vorher schon. Falls ihr es vorher schon mal besucht habt, vor dem Update, sagt ihr mir mal Bescheid, ob das bei euch auch so geschliert hat teilweise. Aber die Einstellungen habe ich nicht verändert, außer dieses Volumen. Ach, daran wird es doch nicht liegen, oder? Ich mache mal meine Lumen, mein Lumos mache ich mal wieder rein. Es schliert nicht mehr, seht ihr das? Ich habe mein Lumos wieder drin. Dann liegt es an der Einstellung vielleicht. Dann müsste ich für die Einstellung gleich nochmal wahrscheinlich 20 andere Sachen noch nachträglich justieren. Ach ja, jetzt gehen wir erstmal looten gemütlich. Super. Ich brauch Stahlwerkzeug, Leute. Nee, nicht ganz das, was ich wollte. Gott sei Dank haben wir ein paar Rucksäcke dabei. Es sieht auch viel klarer aus mit dieser Einstellung jetzt, gell?
Das andere leuchtet zwar gleichmäßig aus, aber ich bin ganz ehrlich, mir gefällt das hier besser. Ich glaube, ich lebe erstmal mit diesen Strahlen. Hier, der kann aber doch keine Leitern hoch, ne? Doch, er kann Leitern hoch. Ich dachte die ganze Zeit, es geht nicht. Ah, da muss ich aber überall nochmal hin. Da waren so viele Leitern, die ich ausgelassen habe. Ist ja witzig. Ist eher Händlermaterial für uns, ne? Scheinbar kriege ich die Tür aber nicht auf. Das Schiff ist doch super gemacht. Guck dir mal das an. Kann das sein, dass die irgendwann nachträglich Virus-Antikörper plus 30. Jetzt wo ich es nicht mehr brauche, ne? Cool. Also siehst du, selbst wenn ich dieses Suicide-Ding nicht gemacht hätte, wären wir heute 30 Punkte. Guck mal das an. Haben die irgendwann den Loot angepasst, dass da mehr drin ist? Ich habe nur von ein paar Mal gelesen jetzt in den Kommis, dass bei ihnen viel mehr Zeugs drin ist wie bei mir. Wenn das hier gemeint war, dann weiß ich jetzt, was viel mehr bedeutet. Da ist nämlich einiges drin gerade überall, ne? Tja, Leute, ich habe den ersten Rucksack voll. Können wir heimfahren. Wäre hier sonst noch was? Ich guck rein wenigstens. Also ich weiß gleich, ob ich nochmal hin muss. Ja, das sollte ich eigentlich schon. Ach je, ich sag's dir. Tu mir mal einen Gefallen, pack mal das Dings hier runter. Das hier rüber. Erzähl mir jetzt nicht, dass die Kippe 3 groß ist. Machen wir den hier. Den hier. Weil den Rucksack, den werden wir jetzt gleich ins Auto legen. Schnappen wir uns einen neuen, ne? Wo waren das Heftle jetzt hier? Ja, Wahnsinn. Hier ist noch eine Kiste. Und der erste Stahlhammer, ne? Den können wir ja auch gleich auseinanderpulen, wobei ich nicht mehr viel Messer übrig habe. Aber genug, um den Hammer zu schrotten. Also, ja, so ist natürlich noch spaßiger. So machst du noch mehr Laune, wenn du ein bisschen Zeugs drin ist. Wir hatten erst, vielleicht an diejenigen, die vor kurzem erst einen Spielstand erstellt haben, habt ihr auch so viel Loot drin? Oder ist es vielleicht jetzt, weil ich diesen Loot Respawn manuell gemacht habe, ne? Was, so ist ja noch cool, so macht es ja noch mehr Laune, ne? Weil mit dem bisschen Loot, was ich die ganze Zeit gekriegt habe, ist ja nicht reich. Schuppdubidu, das ist schön. Im Nebel seine Täschchen sind voll und da haben wir noch sau viel. Ey, vielleicht kriegen wir hier alles zusammen, was wir brauchen. Jetzt freue ich mich noch mehr auf die Polizeistation. So, einmal Bämsle, Bämsle. Wie fangen wir denn an, dass ich mir das merke? Bestens so, oder? Und tschack, weiter geht's. Gut, schade, dass keine Zombies drauf sind, aber hier ist übrigens auch eine schöne Ecke, ne? Hier ist auch echt hübsch. Und ich feiere so ein bisschen, wie das Schiff gemacht ist. Also nochmal für uns, hier waren wir jetzt überall. Da oben haben wir geguckt. Ich habe aber nie probiert, ob ich die Tür hier aufkriege, ne? Marine Crew only. So, ein Gabelstapler. Ich wünsche mir endlich mal ein Spiel. Wir spielen ja schon oft Open World, Early Access und auch ganz oft das Thema mit Zombies und was weiß ich. Und in so vielen Spielen gibt es Gabelstapler und ich wünsche mir, dass ich mal einen wenigstens reinhocken und mal fahren kann damit. Da wird doch mal einer das machen, oder? So, ich glaube, hier haben wir tatsächlich alles. Ich sehe innen drin auch nicht, dass es irgendwo hochging. Dann wäre für mich jetzt die Leiter. Ich schwöre, das wundert mich, dass der die Leiter klettern kann. Ist ja ein Paradies heute, guck dir das an. Wann haben wir das letzte Mal einen Kaffee gefunden?
Ich höre halt nichts zombie-technisch. Ey, hier ist ein Haufen Futter drin, gell? Mal gespannt. Jo, sehr geil. Stahldolch ist sehr gut zum Auseinandernehmen. Die haben nichts zu bieten. Hier bist du wahrscheinlich knapp durch. Kommst du durch? Nee, ne? Das sind nur mehr Leitern. Okay, die Frachtcontainer. Die sollte man noch aufmachen können, oder? Das wäre doch lustig. Hauptsache so ein bisschen verwinkelt, aber bringt uns ja nichts, wenn da kein Loot drin ist, ne? Ich hätte echt gedacht, dass wir hier so ein ganz kleines bisschen mehr Militärisches auffindet, aber es ist jetzt kein Militärschiff, ne? Oder zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass. Die sind gut, die Kisten. Da haben wir schon ein paar Mal was Geiles gefunden. Adrenalinspritzle. Adrenalinspritzle. Oh, das macht gerade richtig Laune, dass mal so ein bisschen Loot dabei ist wieder. Vor allem mal die Dosen, weißt du, da brauche ich nicht ständig auf die Jagd gehen. Das ist schon recht. Gut, aber da ist echt saumäßig viel jetzt drin. So, und wir haben ja festgestellt, Lebensmittel, die ich looten konnte in letzter Zeit, die waren alle schon verdorben aufgrund der Länge unseres Spielstands, schätze ich mal. Dass die halt einfach, der Timer tickt ja wohl in den Kisten mit. Und der Loot Refresh, den wir gemacht haben, hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass die alten Sachen weg sind. Ne? Sonst müssten überall noch verdorbene Sachen drin sein. Vielleicht hat er auch nur die Dosen haltbarer gemacht. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, die Leiter geht jetzt nicht. Vielleicht geht nicht jede Leiter. Da müsste dann aber wieder gehen, ne? Weil den Rest haben wir jetzt durchsucht, glaube ich. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier ist offen. Die geht auch nicht, die anderen sind zu. Dann gehen wir mal hier rein. An mir gelegen haben. Aber irgendwie hat er es nicht ganz geschafft. Die Türen kriege ich alle nicht auf. Bedauerlich. Also entweder bin ich jetzt doof gerade oder es ist wirklich alles nur Attrappe hier, ne? Gut. Schauen wir mal, ob wir ganz oben noch was finden. Okay, also super spannend ist es. Das ist ja auch das, was ich letztens gemeint habe im Krankenhaus. Da war es halt auch so, ich fand den Krankenhausspot schon cool gemacht und alles. Aber wenn dann innen drin wenigstens ab und zu so alle zwei Türen mal eine Zombie warten wird, das fände ich schon irgendwie prickelnder. Und die kleinen Häuser sind halt einfach deswegen interessanter für mich, weil im Umland um die kleinen Häuser viele Zombies sind. Ne? Das Krankenhaus als solches hat mir schon gefallen vom Spot her. Aber da erinnere ich mich halt an Night of the Death. Und da ist halt wirklich die Hölle los. In jedem Zimmer, in jedem Stockwerk und so, ne? Du, ein bisschen Stahl haben wir trotzdem bekommen, ne? Was ich jetzt gar nicht will, ist nochmal ins Auto. Eigentlich. Die hat doch auch einen gebracht, oder? Ein Stahlbarren. Was, wegen was sind wir? Wir brauchen zwei Stahlspitzhacken noch. Für unser
Nächstes Projektle, ne? Mal geschwind, vielleicht kriege ich das irgendwie. Ja, ein bisschen. Komm, bei mir, da ist es. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir offensichtlich auch. Dann geht's hier weiter. Sehr cool. Okay. Ich habe mir nur nicht gemerkt, wie viele Barren wir brauchen. Das ist Messer kaputt, ne? Das nächste. Aber da kann ich mir kleines bauen vielleicht. So, Leute, jetzt sind die Taschen gleich voll. Ich überlege, ob wir noch mal kurz runtergehen. Ich glaube, ich tausche noch mal ganz kurz. Guck dir mal das an. Also da brauche ich auf jeden Fall jemanden, der kürzlich angefangen hat und mir sagen kann, ob seine Loot-Ausflüge genauso ergiebig waren. Im Idealfall weiß jemand, ob das Ding überhaupt von Anfang an so ergiebig war vielleicht, ne? Ich mache uns jetzt einen Gefallen. Ich gehe kurz runter, wechsle den Rucksack, baue mir noch mal ein kleines Messer und hole euch dann dazu, wenn wir hier den oberen Stock gemeinsam fertig machen, ja? Wollen wir noch kurz gucken, ob ich zusammen schaffe, die. Ja, er macht es. Er macht es. Alles gut, also ich hole mir da nichts. Hallo, Digga, lange nicht mehr gesehen. Ich setze gleich nochmal eine Blende. Ich dachte, ich gehe mal mit euch gemeinsam, nicht, dass jetzt hier ein Bär auftaucht. Ich krieg hier offensichtlich mein Zeugs da drüben erst. Wie gesagt, ich baue mir kurz ein Messer. Ich brauche einen Stick und einen Stein, dass wir weiter auseinander nehmen können, die Sachen. Hier ist ein Stein und ein Stickler. Sieht gut aus, gell? Da ist nichts. Gut, in dem Sinne sehen wir uns gleich oben zum Fertiglooten. Neuer Rucksack habe ich ja auf. Also mir macht es gerade sehr viel Spaß, auch wenn jetzt hier keine Zombies sind oder so, aber alleine, dass da so Loot drin ist mal, das ist schon richtig schön. Das macht richtig Laune. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Und vor allem auch mit den Rucksäcken, muss ich zugeben, ist schon auch schön, dass man dann nicht gleich wieder heim muss, ne? Oh, guck mal, die hinten dran habe ich nicht gemacht. Adrenalinspritzle. So, ich habe jetzt die Barren ins Auto gelegt, habe die nochmal aus den Rucksäcken rausgeholt. Wir haben aktuell 7 Stahlbarren bekommen bis jetzt. Haben wir hier schon überall eigentlich? Wieso ist nicht hier? Ist einfach nur, dass das Schiff cooler aussieht, ne? Aber ich komme hier nicht wirklich rein. Auch nicht mit einer Brechstange oder sowas oder Dietrichen. Oben sind nochmal Kisten und da hinten machen wir noch die Hütte. Ja, ist doch cool. Wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht auf 10 Barren. Dann sollten wir eigentlich schon mal unserem Ziel wieder ein bisschen näher kommen. Ich laufe hier auch noch mal außen rum. So. Oh, da habe ich schon geguckt. Cool. Dann war sie das. Schön. Naja, ich bin jetzt unheimlich neugierig auf dieses Bewässern, auf das Automatische und so. Ja, aber da müssen wir schon noch gucken, ne? Da oben liegen ja noch Dosen. Nehmen das. Wir nehmen es so. Ich glaube, das geht schneller. Also da liegt jetzt echt einiges rum auf diesem Schiffchen. Fantastisch. Fantastico. Und das war jetzt mit Sicherheit einer der schlechtesten Spots, um nach Stahlwerkzeugen zu gucken, ne? Da oben machen wir noch klar. Ich überlege gerade, morgen sollte man vielleicht, wir müssen ja schon ab und zu feiern, wie er sich dann abrollt. Vielleicht gehen wir morgen beim Händler vorbei und kaufen uns gleich das nächste Autoreparaturkit. Macht Sinn, gell? Machen wir auf jeden Fall, Leute. Zum Tauschen haben wir jetzt genug. Oh, schade, das ist ein großer Loot. Dann machen wir das und gucken mal da in der Nähe vielleicht, dass wir noch ein bisschen Stahlwerkzeuge kriegen. Oder wir kaufen welche. Beziehungsweise alternativ kaufen wir Stahl, das gibt es bestimmt auch irgendwo. Also hier war hauptsächlich jetzt Wasserkisteln und Lebensmittel und so Zeugs, ne? Das war so der Hauptding. Hier, guck dir das mal an. Bräuchten jetzt fast den Kühlschrank. Ich habe den Kühlschrank ja gar nicht mehr gedacht. Weil das Kühlschrankteil haben wir, glaube ich. Weißt du, diesen Kühlschrankgrill, den haben wir. Lass mal kurz reingucken, nehmen das, ob du das mal, ob man das. Den habe ich gar nicht mehr gedacht.
Zeichnung eines Kühlschranks haben wir aber nicht. Schade. Dann kann ich ihn noch nicht bauen. Was war da jetzt vor dem Kühlschrank noch? Was hat Gott vor den Kühlschrank gesetzt? Eine Kochstation. Ingi 3, Maschine 3, Elektro 4. Kochen 2. Ja, das kriegen wir hin. Also, meine Lieben, dann würde ich jetzt auch gar nicht mehr reinpressen. Ich hole euch einfach morgen hier an Ort und Stelle ab. Wir haben aktuell 16.05 Uhr. Und dann gehen wir auf jeden Fall Reparaturkit holen. Plus, wir gucken uns nochmal um. Wir gucken uns nochmal um. Vielleicht machen wir ja hier vorne noch ein bisschen. Oder das hier, weißt du, irgend so. Wir gehen auf jeden Fall morgen noch eine Lootrunde machen. Ich habe noch nicht genug Zeugs für. Wir machen die Rucksäcke voll. Irgendein Spot findet sich bestimmt in der Nähe vom Händler. Gut, schönes Ründle war's. Um einiges schlauer sind wir auch. Was der Selbstmordbutton macht, wissen wir jetzt. Und tatsächlich waren wir mal auf dem Schiff. Wow, schönes Wetter, war genau das Richtige für so ein Schiff. Bin jetzt auch recht entspannt. Vielleicht machen wir aber morgen irgendwie noch ein Gelände, wo ein bisschen mehr Zombies aus sind. Das ist der Vorteil, wenn man entspannt ist, kriegt man Bock auf mehr Zombies. So, in dem Sinne sehen wir uns morgen. Ich würde mich freuen, wenn er dabei bleibt. Und ist jetzt auch nicht mehr weit bis zum nächsten Winter. Gewächshaus steht an. USW. Bis dann.